Die Glocken dieser Kirche begrüßen Sie am Sonntag quasi modo geniti. Die Fans des Glöckners von Notre Dame kennen diesen Namen vielleicht schon zur Hälfte. Quasimodo, so hieß der nämlich auch. Wieder sind wir auf einem Kirchberg und da steht die beeindruckende Johanniterkirche zu Großeixen mit dem achtzackigen Johanniterkreuz auf dem Turm von weit her als eine besondere Kirche zu erkennen. Denn Reisende, Pilger, soll sie anziehen, um hier auf dem Berg zu Gott zu beten und seine Zusage zu hören, dass Gott uns hilft, durchs Tal zu kommen, so wie Jesaja es schreibt: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Wir sind auf dem Berg. Wir haben es geschafft. Es ist Ostern. Das hören wir gern in dieser Zeit und möchten es gern glauben. So sind wir hier versammelt. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Jesus mit seinen Freunden unterwegs war und sah, wie unglücklich oft die Menschen doch sind, obwohl die Welt eigentlich wunderschön ist, die Natur sowieso, aber auch woran wir Hand anlegen, in den Gärten, zu Hause, wie wir kochen und den Tisch decken, dass wir nähen und stricken und ein Instrument spielen können, was wir bauen und verschönern, naja, wenigstens einiges. Aber wie unglücklich viele sind, das ging ihm zu Herzen. Als Jesus das sah und dass die Menschen so bedrückt einhergingen, da ging er mit ihnen auf einen Berg und wünschte ihnen, glücklich zu sein, glücklich zu werden, selig zu sein. Seht die Vögel an, sagte er, wie schön sie singen. Vielleicht hatte Jesus auch im Ohr, was er so oft in der Synagoge vom Rabbi erzählt bekam, der Jesaja so mochte. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen?
Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. So oft wie in den letzten 4 Wochen habe ich noch nie in den Himmel geschaut, in den blauen Himmel, als ich hörte, dass Menschen in China nach Jahrzehnten endlich wieder den blauen Himmel sehen können, der gewöhnlich durch die verdreckte Luft verschleiert ist. Die Pandemie hat den Himmel gezeigt. Auch als ich hörte, dass 95% des Flugverkehrs vom Himmel geholt wurden, habe ich aufgeschaut und gedacht, der geschundene Himmel ist befreit. Er gehört Gott, der seine Sterne wie ein Heer herausführt und den Himmel über uns strahlen lässt. Für uns, mein Gott, die Sterne. Und ich schaute in den Himmel, als ich wahrnahm, wir würden nicht zur Ostsee fahren können dieses Jahr zu Ostern, obwohl ich nun gerade jetzt so viel freie Zeit hatte wie in keinem Jahr zuvor. Der Blick aufs Meer war uns verwehrt, aber der in den Himmel doch nicht. Das Blau, die Wolken und die Vögel unter dem Himmel und wie ein Spiegel des blauen Meeres mit Schaumkronen der Wellen und den Wasservögeln. Unglaublich schön. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jetzt scheint es darauf anzukommen, durchzuhalten, beharrlich zu sein, ausharren in dem, was nicht sein muss und überlegt, nur das zu tun, was wirklich wichtig ist. Wir sehen ja die Gefahr nicht und sehen es nicht ein. Wir sind müde und matt geworden. Es ist anstrengend, so zu leben, so eingeschränkt oder so einfach. Mit der Bedrohung von Krankheit und Armut, dass alles den Bach runtergeht. Aber doch auch mit der Verlockung von Kraft und Glück, dass ich nicht in irgendeinem Urlaubsparadies suchen muss und da doch nie finden werde, sondern das Glück hier und den Himmel hier habe. Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht. Seht die Vögel, die Adler, wie sie ganz hoch oben kreisen, so wie wir vielleicht auch auf sehr hohem Niveau unsere Kreise gezogen haben. Und dann stürzt manchmal einer direkt zum See hinab und droht abzustürzen. Aber dann fährt er auf, ein Adler mit Flügeln. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht lebensmüde werden. Jesus war sicher, dass Geld nicht glücklich macht, Reichtum nicht selig und dass Macht und Gewalt nicht unsere Sehnsucht nach Leben stillen. Jesus war sicher, dass wir nicht zulassen sollten, dass unsere Sorgen uns fressen, dass wir uns vor Angst niederdrücken lassen, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Jesus war sicher, dass wir doch leuchten könnten und strahlen und auffahren mit Flügeln wie Adler. Was viele Menschen gerade in diesen Tagen erleben, was fast vergessen schien und was wir verlernt haben, dass es auf die Menschen ankommt, auf jeden Einzelnen, der Licht der Welt oder eine ganz finstere Gestalt sein kann. Jesus sagt: Selig sind die, da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die, da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die sanften Mutes sind, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung leiden, denn das Himmelreich ist ihr. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht lebensmüde werden. Jesus ging wieder auf einen Berg, um sich von seinen Freunden zu verabschieden. Und dieses gab er ihnen mit auf den Weg. Ohne ihn, wie wir es gewohnt sind, dass einer bei uns ist, zum Berühren nahe, aber auf dem Weg mit ihm in dieser besonderen Weise, ohne ihn berühren zu können, zu leben. Sein Gebet gab er ihnen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und seinen Segen gab er ihnen mit auf den Weg. Er hob die Hände auf und segnete sie. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.